ma arvan, et tõlgid ja tõlkijad on just kui vahendajad, et nad aitavad ühendada Euroopa institutsioone ja rahvast ja Euroopa kodanike, et selles mõttes on tõlkidel ja tõlkijatel väga oluline roll. Przede wszystkim chodzi o przekazanie informacji w danym języku, w języku ojczystym odbiorcy, ale także chodzi o aspekty kulturowe, o dopasowanie informacji do odbiorcy, do sposobu myślenia, do kultury danego kraju. No i także sprawia praca w dziale tłumaczeń sprawia, że jesteśmy bliżej obywatela po prostu. Mówimy do niego w jego własnym języku. Översättare och tolkar är otroligt viktiga för hur den europeiska demokratin fungerar och hur vår samvaro i Europa ser ut. Vi är möjliggörarna för en demokratisk debatt. Ta över en astrohora, August, en ett sangare fyra halvklock sen inte sårpåk. Men currentiet, tankaka är foil då skini, inga skin tanga sen inte sårpåk. August, är tjejn rödna, ta sig tolvklock om taktrakt. A oil, idich anga fein, kan an tishkint ebehegat, tishkint salair, agus tishkint kiart ebehegat, ober atal dolaraig sin hins chudi. Ja, ich denke, die Rolle von Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen beschränkt sich eben nicht nur auf das Arbeiten mit Sprache und auf das Übersetzen und Dolmetschen, sondern gerade in meiner eigenen Erfahrung als Dolmetscher habe ich gesehen, dass man oft auch viel erklären kann, sodass wir also zum Beispiel, wenn wir mit Kommissionsbeamten in Deutschland oder in Österreich unterwegs waren, wir eben nicht nur übersetzt haben oder gedolmetscht haben, sondern auch immer ein bisschen was erklären konnten über das Land, in das wir reisen, über die Kultur, darüber, wie Bürokratie funktioniert. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, den die Sprachexperten leisten können.